Guten Tag, liebe Freunde der Unterhaltungsindustrie. Ja, wie ihr schon sehen könnt, mein Wohnzimmer, Home Theater. Mein größtes Problem ist das hier. Tastatur und Maus und das auch noch kabelgebunden. Und das beim Home Theater, das geht gar nicht. Ich hatte vor kurzem eine NMX Wireless Tastatur, die war auch wunderbar gewesen. Problem war bloß, wenn man mal ein Glas oder mal ein Bierchen darüber gekippt hat. Tja, dann war es auch wieder schnell vorbei mit der Folge. Deswegen musste ich was suchen, was vielleicht ja ein bisschen praktischer doch ist und auch viel aushält. Und da ist mir das ins Auge gesprungen. Und zwar die Dinovo Mini von Logitech. Ich habe mir das gute Stück jetzt mal bestellt. Kostete 90 Euro, war also nicht mehr so teuer wie am Anfang, wo es mal irgendwie 150 gekostet hat. Und ja, ich habe sie jetzt einfach mal ein bisschen ausprobiert. Bin eigentlich sehr begeistert von dem Ding. Ihr solltet euch allerdings im Klaren sein, und das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Es ist zwar eine vollständige Tastatur mit Maus, allerdings viel tippen kann man zwar, muss man aber sich nicht unbedingt antun. Es sei denn, man ist einer dieserjenigen Leute, die Weltmeisterrekord in SMS-Schreiben aufgestellt hat. Also ansonsten würde ich davon eigentlich abraten. Also es ist wirklich eine dieser Tastaturen, die man am besten nur für den Home-Theater-Bereich benutzt. Und ich mache das Ganze jetzt mal hier auf. Das ist ein bisschen friemelig, wenn man in der rechten Hand die Kamera hat. So, da haben wir es entfernt. So, wenn ihr das ganze Paket öffnet, ist hier so schöne Pappschachtel, Design to Move You. Da ist eben die Software und Co. drin. Ich würde euch trotzdem empfehlen, die Software von der Logitech-Seite herunterzuladen. Ist immer aktueller. Hier befindet sich normalerweise das Gerät drin. Das habe ich jetzt schon rausgenommen. Darunter findet man dann, zack, wieder eine leere Schachtel. Hier befindet sich gar nichts mehr. Hier ist der Bluetooth-Adapter drin für USB. Ganz wichtig, den braucht ihr, damit ihr das anschließen könnt. Wichtig ist auch, wenn ihr schon Bluetooth in dem PC drin habt, dann braucht ihr diesen Adapter nicht anschließen. Einfach den vorhandenen Bluetooth-Adapter im PC mit der Tastatur connecten und gut ist. Und hier ist noch der Netzadapter drin. Akkulaufzeit laut Logitech 1 Monat bei normaler Nutzung. Ich kann bisher noch nicht viel dazu sagen, weil ich die Tastatur jetzt selber erst seit circa 15 Minuten habe. Und habe mir aber schon die Software heruntergeladen und Co. Und muss sagen, ich bin eigentlich begeistert von den Dingen. So, hier ist das Ganze auch schon. Wenn man mal einfach sich mal das anschaut. So groß ist meine Maus und so groß ist die Tastatur. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwer, das Ganze hier mit einer Hand zu bedienen. So, wenn man sie aufklappt, man sieht schon die Hintergrundbeleuchtung. Und ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Ding. Also es macht Spaß damit zu tippen, man kann sich schön zurücklehnen. Und wie ihr schon seht, ne, wenn ich eine Hand da drum lege, halbe Tastatur, also ist eine Daumentastatur. Man kann die super mit beiden Daumen hier halt eben auch steuern. Und was allerdings halt eben ein bisschen frickelig ist, ist halt eben die Tatsache, dass man hier dass diese Tasten, da muss man einfach lernen mit umzugehen. Ne? Ich sag mal hier, die sind schon, ihr seht ja, mein Daumen die und die Tasten an sich, der Druckpunkt, das ist so ein bisschen wie beim Handy eine SMS schreiben. Ne? Allerdings, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen den Messenger benutzt, habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und es geht, man, das ist alles Gewöhnungssache. Auch die Funktionstasten, die sind halt sehr schön gemacht. Also es wurde eigentlich so ziemlich an alles gedacht. Vieles ist über Funktionstasten abgewickelt. Zum Beispiel habe ich gerade das Fragezeichen gesucht, wie sonst was. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass man Funktionstaste und U drücken muss, damit man das Fragezeichen bekommt. Und das sind halt eben so Sachen, so Kniffe, die muss man erst herauskriegen. Worauf komplett verzichtet wurde, ist F1 bis F12. Die gibt es überhaupt nicht auf der Tastatur. Es gibt allerdings externe Programme, mit denen man das dann halt eben auch reinmachen könnte. Ob man es jetzt unbedingt braucht, wage ich zu bezweifeln, da solche F-Funktionen in der Regel auch anderweitig anzuwählen sind. Dann hier oben rechts haben wir halt eben die Maus. Funktioniert eigentlich auch sehr einwandfrei. Man muss sie allerdings vorher einmal richtig konfigurieren, ansonsten kann es vorkommen, dass sie ein klein wenig hackelt.
Und man hat halt eben zwei Modi. Man kann hier in den normalen Tastaturmodi bleiben oder man hat hier oben diesen Knopf, kann man nämlich jetzt mal umschalten. Zack, und dann seht ihr schon, dann fängt es plötzlich grün an zu leuchten und dann wird dieses D-Pad, was eigentlich das Mauspad ist, wird dann halt zu einem zu den Pfeilen, die man normalerweise hier auf der Tastatur hat. Und dann kann man zum Beispiel auch im Internet, kann man das Ganze dann als Scrollrad nutzen. Oder wenn man Media Center hat, dann kann man damit halt eben durch die Filme navigieren. Man kann es natürlich auch weiterhin mit der Tastatur machen und Maus. Und das bleibt dann jedem selber überlassen, wie er das dann letzten Endes nutzt. Und wenn ihr diese orangen Hintergrund habt, dann seid ihr halt eben im ganz normalen Tippmodus. Wie gesagt, also das Ding ist jetzt bei mir 15 Minuten im Betrieb, habe den Akku auch noch nicht aufgeladen. Also der war jetzt, der hält jetzt schon so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und ja, also bisher bin ich von dem Ding eigentlich begeistert. Hab jetzt natürlich noch keinen Langzeittest, aber so fürs Erste bin ich voll zufrieden, muss ich sagen. Verbindung hat sofort geklappt. Bluetooth-Adapter rein, wurde sofort anerkannt. Ich musste nicht mal Connect drücken oder so. Klar, beim Windows-Start an sich brauchte er erstmal ein klein wenig, bis er die Treiber geladen hatte. Aber ansonsten war alles sofort Plug and Play, rein damit und hat sofort funktioniert. Also ich bin eigentlich begeistert von dem Ding. Vor allem einfach auch von der Größe. Ne? Der ganze Tisch hier, ich sag mal, der ist momentan zugepackt mit Tastaturen und Co. Und ich sag jetzt mal, wenn man vielleicht nur einen Messenger und Co. hat und nicht jetzt die riesen Texte schreiben möchte, dann reicht diese Tastatur vollkommen aus. Im Internet surfen ist überhaupt gar kein Problem mit dem Ding. Und ich sag mal, selbst wenn ich mal einen größeren Text schreiben muss, dann kann ich diese Tastatur eben kurz am USB ranschmeißen. Das ist eine Sache von fünf Sekunden vielleicht. Ne? Und dann hat es sich schon gegessen. Also ich von meiner Seite aus kann euch das Ding eigentlich nur empfehlen. Vor allen Dingen jetzt für 90 Euro ist der Preis auch nicht mehr ganz so hoch. Das wäre es dann erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, die Tastatur wird mal noch jede Menge Spaß machen. Sie zeigt auf jeden Fall, dass sie was kann und sie scheint auch gut verarbeitet zu sein. Okay, den Rest muss ich euch überlassen.